mit der Folge anfangen, wollte ich kurz Danke für 50.000 Abonnenten sagen. Vielen, vielen Dank. Ich habe YouTube vor nicht allzu langer Zeit angefangen und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich so viele Leute habe, die nette Sachen zu mir sagen und die meine Folgen gucken und die mich so lieb aufgenommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geht's auch schon los mit Phoenix. Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Wir haben Zubugs bekommen. Und zwar, ja, was ihr hier sehen könnt. Die liebe kleine Baby Ronja. Yay! Ihr habt die Folge von Flo bestimmt gesehen. Und nun haben wir ein kleines Mini-Ich-Baby-Ding. Wir können unsere Glas-Quest leider nicht completen, aus irgendeinem Grund. Das ist ein bisschen schade. Aber alles andere funktioniert. Ich habe jetzt gehandelt. Ich habe 30 Zombies getötet. Ich muss als nächstes 100 Zombies töten. Da habe ich jetzt noch nicht so viel dran gearbeitet. Fishing Net können wir machen. Daraus, also, das baut man ja aus Spinnenweben. Wieso sagt sie das die ganze Zeit? Also, sie sagt, da war richtig viel cool drin. Ich baue mir hier mal. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Ich habe irgendwo noch Spinnenweben. Glaube ich. Achso, warte, geht das ja nicht. Wie ich gerade herausgefunden habe. Spinnenweben, wo seid ihr versteckt? Bitte zeigt euch. The war will take hier, nee, ist das? Doch, da. Hier. Das können wir doch anbauen quasi und dann abmetzeln und dann haben wir Spinnenweben, oder? In der Theorie? Es gibt bestimmt einen schnelleren Weg, aber. Baby Ronja. Bitte. Schweige. Schweige. Ich weiß nicht genau, woher der Ton kommt, ehrlich gesagt. The war will take while cool dream. Echt viel probiert auszuschalten. Aber es geht nicht. Wenn ihr euch fragt, warum sagt sie das denn so komisch, Ronja? Das macht doch gar keinen Sinn. Mein PC ist auf Englisch. The war will take while cool dream. Das Windows ist auf Englisch, deswegen spricht er das Englisch aus. Jedenfalls versucht er das. Ich weiß auch nur, was es heißt, weil der Text ja unten steht. So, jetzt haben wir 8 Fischernetze. Das ist doch schön, dann haben wir die Quest. So. Wir sind jetzt auf einer Mission. Und zwar muss da ja irgendwo ein Block sein, den wir zerstören müssen, der dafür sorgt, dass die ganze Zeit gesagt wird, da war richtig viel cool drin. Hier fliegt ein Holz. Alles klar. Hallo, fliegendes Holz. Wie geht es dir? Was machst du so? Ich höre hier ehrlich gesagt so ein bisschen Piston-Sound. Ich weiß nicht, ob ihr... Und tschüss. Ob ihr das hört. Aber ich höre hier entfernte... The war will take while cool drink. Geräusche. Also wahrscheinlich hört ihr das nur, wenn ihr ein Headset aufhabt und den Ton wirklich laut. Aber wir bauen uns jetzt mal hier in das Loch im Baum The hoch. The war will take while cool drink. Hallo? Aha. Aha, aha, aha. Da haben wir den Salat. Was ist denn das hier? Wer war denn das? So. Eine Redstone-Schaltung, das bauen wir alles ab, das nehmen wir alles mit, ne? Da sehe ich mich ja auch. Was ist das hier? Auch schön. Denn das nehme ich. Oh, ist es ein Slime-Pisten? Also, ich glaube, Flo hat mir die Falle gestellt, habe ich jedenfalls so mehr oder weniger mitgekriegt. Weil Tops weiß ja nicht, dass wir Baby Ronja haben. Und was haben wir hier? Block of Redstone. Not bad. Nehme ich auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Es ist mehr ein Geschenk als tatsächlich eine Falle. Nein, aber cool. Nee, aber da hat der Flo schon mit Slimes gekämpft wohl. Der ist ja uns voraus. Da müssen wir ein bisschen nachziehen. Aber ich weiß nicht genau, wo es die gibt. Deswegen müssen wir mal gucken. Und ich wüsste nicht, wo ich welche finde. Aber wir finden bestimmt welche. Ja, das ist jetzt nicht auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Ich sage nur, wir wollen uns jetzt hier nicht ausstechen lassen von der Konkurrenz. Hust, hust. Deswegen halte ich mal ein Auge offen. Ja, halte ich mal ein Auge offen. So, wisst ihr was? Hier, das kommt in meine Fallenkiste. Und ich baue jetzt auch eine Falle, okay? Ich nehme jetzt meine Fallensachen mit. Ich brauche nicht alles, aber so ein bisschen Redstone und so ein bisschen, naja, Kram. Ich weiß noch nicht genau, was ich bauen will. Oh doch, ich weiß genau, was ich bauen will. Okay. Aufgepasst. Und zwar, wir bauen Tops eine Falle, ja? Tops habe ich noch gar keine Falle gebaut. Das kann ja auch nicht angehen.
Wir nehmen hier unseren Geheimgang. Und machen uns auf. Und zwar haben wir nämlich einen Abkürzungsweg zu Tobs Haus. Und obwohl ganz viele von euch sagen, ich soll den Tobs aussprechen. Okay? Es tut mir leid. Für mich ist ein Doppel-B immer ein B. Okay, jetzt halten wir hier einmal im Bahnhof an. Das ist, wenn man den Schalter nicht umlegt. Dann bleibt man hier in diesem Mini-Bahnhof stehen. Ich arbeite dran, den auszubauen, aber noch ist er mini und klein. Ich weiß, man soll ihn Tobs aussprechen. Jedenfalls sagt ihr das alle. Aber für mich klingt das unnatürlich, okay? Deswegen, es tut mir leid. Aber ich werde nach wie vor Tobs sagen. So, und zwar, schaut euch das mal an. Hier haben wir nämlich jetzt eine kleine Treppe hoch. Dum, dum, dum. Hier ist der kleine Wegweiser. Und schon sind wir hier draußen und sind bei Tobs altem Haus. Und sind direkt gleich bei seinem neuen Haus. Und dann können wir ihm auch eine clevere Falle stellen. Mein Plan für die Falle ist folgender, okay? Wir bauen einen unterirdischen Käfig aus Obsidian. Ich habe ja aus diesen Drachennestern unglaublich viel Obsidian gelootet. Und dann bauen wir so einen unterirdischen Käfig für ihn. Wir haben diese Ghostblöcke von Flo bekommen. Das heißt, wir ersetzen einfach diese zwei Steinblöcke am Anfang von seiner Tür durch Ghostblöcke. Und dann bauen wir darunter. Und dann ist er da gefangen und kommt nicht raus. Und dann fließt Lava von oben auf ihn. I know. I know. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Genau das werden wir machen. Wir müssen nur die obersten zwei Steine abbauen, dann graben wir einen Schacht. Und dann haben wir einen großen, großen unterirdischen, ja, Bereich. Und den kleiden wir halt mit Obsidian aus. So, jetzt sind wir hier. Ich habe ein bisschen, ja, schnell gebaut. So, jetzt haben wir hier nämlich diesen unterirdischen Obsidian-Käfig. Und das hier ist der Schacht, wo er durchfällt. Das Ding ist, Obsidian ist halt, wenn er gerade keine Eisenspitzhacke, Diamantspitzhacke zur Hand hat, halt unpraktisch für ihn. Genau, hier ist ein Piston. Der wird ausgelöst. Genau, ein Piston. Und da fließt dann die Lava langsam aber sicher durch diesen Schacht runter. Und genau, er kann im Prinzip nicht wirklich was tun. Wir lassen ihm jetzt auch hier ein kleines Schildchen da, damit er auch weiß, dass die Falle von uns ist. Und schreiben ihm ein kleines Smiley. Ja, da freut er sich bestimmt, der Tobs. Und genau, wir fliehen jetzt hier erstmal und machen den Käfig zu. Und vielleicht bauen wir noch ein paar Fackeln hin. Aber das ist die Falle. Ich zeige sie euch gleich nochmal von oben. So, das ist die Falle. Okay, passt auf. Folgendes. Man fällt hier durch dieses Loch rein, ja, durch diese Ghostblöcke. Dann sind da Pressure Plates. Dann ist da hinter ein Redstone-Gebilde. Dann werden die halt ausgelöst und du wirst runtergeschubst. Und dann fällst du halt über zwei Schubsstationen mehr oder weniger runter in diesen Obsidian-Käfig. Und die zweite Schubsstation löst automatisch die Lava hinter sich aus. Und dann fließt im Prinzip, das ist eine fiese Todesfalle, okay? Dann fließt im Prinzip die Lava langsam aber sicher auf ihn. Und er kann nicht fliehen, weil sich Obsidian unglaublich langsam nur abbauen lässt. Und wenn er eine Diamantspitzhacke hat nur, ansonsten gar nicht. Das heißt, ich würde sagen, es ist die perfekte Falle. Vor allem, wenn er nicht vorbereitet ist und es nicht kommen sieht. Aber ja, ja, wir werden sehen. Ich bin schon super gespannt auf Tobs Folge. Also, Fallen stellen macht unglaublich Spaß, ja, versteht mich nicht falsch. Aber es ist die Reaktion der anderen zu sehen, ja, das ist die wahre Belohnung. So, willkommen zurück in meinem kleinen, aber feinen Bahnhöflein. Das machen wir jetzt wieder aus, dann kommt das hier dahin. Ich habe da schon mal ein paar Spitzhacken. Ich baue da gerade einen Bahnhof aus, wie gesagt. Den zeige ich euch wahrscheinlich nächste Folge auch noch nicht. Das ist ein Großprojekt. Ich möchte euch den zeigen, wenn er halbwegs annähernd als ein Bahnhof erkennbar ist und nicht nur als ein großer Raum, den ich langsam aber sicher aushebe. Hallo kleines Einhorn, wie geht es dir? So, wir machen uns hier mal weiter. Und zwar habe ich nämlich einen Plan. Ich möchte Folgendes finden. Und zwar entweder möchte ich finden Zombies ohne Ende, damit wir die Zombies abschnetzeln Quest machen. Oder irgend sowas anderes, wo ich ja... Oh, wait. Das ist auch okay. Ich nehme das Pegasus. Oh, das ist ja doch besser, hast du die Blume. Ich habe gehört, man soll die mit einer Schere... ich glaube, das ist tatsächlich gerade den Baum hochgeklettert. Ich habe nichts gemacht. Man kann Pegasi mit Einhörnern kreuzen, um da Fabelwesen rauszukriegen, die fliegen können und ein Horn haben. Und das ist mein Plan, okay? Ich möchte gerne diese Kreuzung. Ich baue den jetzt hier erstmal kurz ein. Ich habe nämlich gerade keinen Sattel dabei. Ich wusste ja nicht, dass ich hier einen Pegasus in freier Wildbahn finde. Okay, dann hole ich nämlich von zu Hause einen Sattel und eine Schere für diese Lapislazuli-Blume, weil
irgendjemand geschrieben hat in den Kommentaren, ja, die kannst du mit einer Schere abbauen, dann kriegst du mehr Lapis Lazuli, Ronja, was tust du da? Und, ey, Creeper, nee. Töte nicht mein Pega. Okay, dem geht's gut. Oh, jetzt hat's Schaden gekriegt. Ich hab, oh mein Gott, hab ich Schaden gekriegt. Holy moly. Okay. Mist. Nein, aber alles gut, dem geht's gut. Er ist ja friedlich in seinem kleinen Stall. Wir gehen kurz nach Hause, wir holen uns eine Blume, wir holen uns eine Schere und wir holen uns einen Sattel und dann reiten wir mit unserem neuen fliegenden Gefährten zu unserem Einhorn und dann können wir die, wahrscheinlich kreuzen wir die diese Folge noch nicht, sondern sie erstmal beschnuppern können. Aber das ist nicht schlecht, dann können wir nämlich, ich glaube Tops hat nämlich ähnliche Pläne, okay? Ich will jetzt hier nicht die Person sein, die anderen ihre Pläne verwirkst. Aber ich glaube, sein Einhorn ist eh gestorben. Aber ich meine, wer will kein Alihorn haben? Dachte ich mir, ich hatte keine Schere. Da bin ich mir ziemlich sicher, also deswegen habe ich jetzt einen. Und ich habe weiterhin Fleisch, damit ich nicht die ganze Zeit Melonen futtern muss, wie so ein Wahnsinniger. Meine Kartoffeln sind nämlich leer. Und dann nehmen wir den Sattel. Ich habe ja zwei Sattel gefunden gehabt in dieser Folge, wo wir ungefähr drei Drachennester entdeckt haben. Aus irgendeinem Grund. So, dann nehmen wir jetzt hier die Abkürzung. Einmal Tür zu und es ist so praktisch. Ohne Witz, ich hätte keine Lust, jedes Mal die Treppe zu benutzen. Zum Reingehen, voll okay. Aber ich finde es super cool, diese unterirdische Bahnhofgeschichte zu haben und diese, okay, du kannst einfach ins Wasser springen, je nachdem, in welche Richtung man muss. Den Bahnhof will ich unbedingt, wie gesagt, ausbauen, dass der noch in andere Richtungen kann und nicht nur zu Tops Haus und zu meinem Einkaufsladen. Aber ich meine, da sind mir alle Möglichkeiten offen. Da hält mich ja niemand zurück. So, wo war denn mein kleines Pegasus-Freundchen? So, du stirbst jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wie ich so viele Zombies farmen soll. 100 Stück. Oh mein Gott. Okay. Schere. Blume. Okay. Es ist einfach genau das gleiche passiert. Wow. Wow. Okay, wer auch immer das gesagt hat. Warum lügst du? Lügenkobold, ich hab dich enttarnt. So, auf mit dem Sattel auf das Pegasus. Da muss der Sattel hin. Zack. Und dann reiten wir nach Hause. Auf geht's und wir können fliegen. Aber es ist irgendwie weird. Ich fliege ungern. Wir stopp, wir landen. So. Da hast du einen Freund, mein kleines Einhorn. Gern geschehen. Warum sind hier eigentlich so viele Kühe drin, okay? Ich habe hier nie Kühe eingefangen. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Kühe herkommen. Auf einmal waren sie da. Wirklich. Ich meine, hier waren nie Kühe, ja? Und dann hat Flo mir quasi sein Haus gezeigt und dann sind wir zu mir zurückgegangen. Und auf einmal war hier alles voller Kühe. Keine Ahnung. Also, was? Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber so ist es nun mal. Scheinbar hat sich das Spiel gedacht, ja, Kühe, ich meine, wahrscheinlich töte ich sie einfach einmal alle. Dann habe ich wenigstens Nahrung. Aber, weil da soll eigentlich nur der Stall sein für meinen Pegasus und mein Einhorn. Das war jetzt eigentlich nicht ins Kuhstall gedacht. Ja gut, manchmal passieren die Dinge halt nicht so, wie man sie sich wünscht. Ich bin eigentlich ganz froh, übrigens, dass das Baby Ronja hier... Wo ist Baby Ronja eigentlich? Habe ich jetzt mein Schwert dahingesetzt? Baby Ronja? Baby Ronja, wo bist du? Nein! Haben wir Baby Ronja verloren? Okay. Wieder mal greifen wir uns Skelette unten. Wo ist Baby Ronja? Nein! Ich baue diese Fischernetze jetzt nochmal auf, weil ich bin nicht sicher bin, ob man die Quest überhaupt claimen durfte, wenn man die nur gecraftet hat oder ob man die auch benutzen durfte. Deswegen bin ich lieber auf der sicheren Seite. Ich möchte nicht, dass man hier... was ist denn das für ein Vieh? Hallo? Was bist du? Was? Oh, die gibt mir auch Slime. Vielleicht hat Flo auch sowas gefaltet. Um an die Slime-Blöcke zu kommen. An die Pistons, meine ich. Das kann natürlich auch gut sein. Aber die habe ich noch nie gesehen. Interessant, interessant. Ich frage mich immer noch, wo mein kleiner friedlicher Begleiter ist. Nein.
Acclaim geht, glaube ich, noch nicht. Mit einem Mitspieler habe ich noch nicht aufgebaut. Hier, aufgenommen meine ich. Wir haben jetzt Flo. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Wir haben jetzt Tops the Troll gebaut. Das heißt, das können wir claimen. Dann Architekt funktioniert irgendwie nicht. Da muss ich mal Flo fragen, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und wir müssen noch einen Haufen Zombies suchen, da aktualisieren. Die ich jetzt schon getötet habe, zwar nicht, aber das hat letztes Mal auch eine Weile gedauert. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut mit den Quests vorangekommen, diese Folge. Ich bin sehr zufrieden. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der Falle, die wir gebaut haben. Okay, die ist wirklich cool. Was denkt ihr von der Falle? Denkt ihr, Tops wird dran sterben? Oder wird er irgendwie entkommen? Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt und ob ihr denkt, das ist eine gute Falle. Oder ob wir da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial haben. Und vielleicht nächste Folge und übernächste Folge und überübernächste Folge noch mehr Fallen bauen sollen. Nein, aber wir haben jetzt hier einen Haufen coolen Kram, den Flo benutzt hat, den wir jetzt dadurch gekriegt haben. Und einen Haufen Kram. Vor allem diese halb kaputten Helme und Äxte und so Sachen, die wir die ganze Zeit von den Skeletten kriegen. Ich habe keine Ahnung, was man mit den Herzen überhaupt machen kann, deswegen gucke ich jetzt hier gerade. Aber scheinbar ist das Einzige, was man wirklich machen kann, diesen Relic-Apple, aus dem man dann diesen komischen Kanister mit Herz drin bekommt. Ansonsten, genau den hier. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was dir das überhaupt bringt. Ich will ja jetzt auch nicht einfach zwei Emeralds reinhauen. Dann halt nicht. Okay, gut. Das war's dann aber auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und schaut unbedingt die anderen Folgen Phoenix an und sagt mir unbedingt, was ihr von dem Troll gegen Tops haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!